Auf Timo werde ich auf jeden Fall Rühleis holen. Und Maske halt, ne? Weil die Maske halt so hart prockt auf den. Mit dem Pilz. So. Der neue Timo. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der wurde besser jetzt durch die neuen Pilze. Ich hoffe, der wurde besser. Aber ich nehme schon an. Also alleine die Änderung mit den Pilzen war halt gut. Ich habe auch keine Ahnung, wieso sie jemals diese anderen Pilze ins Game genommen haben. Wenn er jetzt noch ein bisschen Autotech-Reichweite hätte, wäre das insane. Wenn seine Autoreichweite so hoch wäre jetzt wie vom Blindshot, dann wäre nice. So. Aber so ist auch schon gut, weil jetzt kannst du eigentlich immer ganz safe mit dem Blindshot poken. Aber es ist immer so ein bisschen weird, wenn so eine Fähigkeit wie so ein Blindshot nicht die gleiche Reichweite hat wie der Autotech. Wisst ihr, wie ich meine? Gegen Orianna ist halt RIP auf der Lane. Ist halt Lane-Bully. Ich glaube, es verliert. Ich glaube, jeder verliert die Lane gegen Orianna. Ich glaube, es gibt nicht einen Champ, der irgendwie gut ist gegen Orianna auf der Lane. Da muss man mit leben. Aber unser Plan ist eigentlich eh safe, einfach auf Level 5 kommen. Na gut. Habe ich die Frucht? Die Frucht habe ich schon genommen, ja. Okay. Gerade nicht sicher. Hallo, Pedde, wie geht's dir? Das war eine ganz schön knappe Sache. Ich hatte keine Prio auf Lane. Das war gefährlich. Orianna hat ihre Summoners raus, ne? Die hat auch Flash raus und die hat Ignite raus. Ich könnte... Ich kann sie halt nicht holen. Ich glaube, die ballert mich trotzdem weg. Oh, jetzt hat sie ihren Q rausgekommen. Geht die Basen? Ja. Stimmt, Lux hat ja auch einen Buff bekommen. Müssen wir auch noch spielen. Müssen wir irgendwie mal so alle Champions abgrasen, die Buffs und so haben. Ich muss mal die Leute muten. Leider sind die Pinks und so von denen nicht immer automatisch gemutet. Deswegen muss man da mal ein bisschen mitmuten hinterher. Also diese Pinks, wo die im Chat spammen, das Ultimate ready ist und so. Die sind leider nicht automatisch mute. Patch Notes komplett. Ich habe die auf YouTube gerade hochgeladen, aber sonst einfach auf der Homepage von Riot. Ari wurde auch gebufft, ja. Beziehungsweise ihr Rework ist jetzt da, ne? Die sollte bald wieder Ultimate Flash und so abhaben. First Blood Botlane wahrscheinlich. Jetzt kann man nämlich auch endlich auf Pilze spielen, wisst ihr, wie ich meine? Gegalio Mitte. Leute, ich habe keine Prio. Was wollt ihr hier eigentlich ganken? Das ist immer so die Problematik. Leute kommen auf die Lane und wollen irgendwas ganken, aber die sehen nicht, wie der Lane-State ist. Also die sehen nicht, dass ich gerade drei Kenne-Minions habe und ich nicht irgendwo nach vorne gehen kann, um da einen Kill zu machen oder so. Da ist immer eine kleine Problematik. So. Dann haben wir hier nochmal ein Ward rein. Sehr gut. Das kläre ich jetzt kurz mit dem Pilz hier. Seht ihr, jetzt macht dieser Pilz nämlich nicht mehr diese Fläche, sondern so ein Dot. Und dieser Dot ist eindeutig besser. Mal basen und meine Maske holen. Jetzt ist er nämlich durch den Pilz gelaufen. Und jetzt kriegt er die ganze Zeit Schaden. Wisst ihr, wie ich meine? Obwohl er auch aus dieser Pilzfläche rausläuft, kriegt er Damage.
Und das ist halt das Starke an dieser ganzen Sache. Aber viele Champions sind ja jetzt echt durch den Conqueror-Nerf super schlecht geworden, ne? Also deren Main-Rune ist einfach komplett weg. Ich mir so überlege, da sind ja schon einige Champions, die davon betroffen sind. Okay, diese Runde haben wir einen Ocean Drake. So, gehen wir mal Richtung Drache. Ich habe ihn gekriegt mit einem. Help! Irgendwie sind wir alle tot mit Ultimates ab, oder? die Kayle ist nochmal dahin gegangen. Aus Gründen. So, wir nehmen aber die CDR-Schuhe auf jeden Fall. Für mehr Pilze. Okay, wir haben den Drake bekommen. Jetzt gibt es einfach mehr Plants, mehr Büsche. Auf der Map. Wir haben leider umsonst jetzt den Botlane-Turm verloren, ne? Weil die Kayle. Keil einfach hochgeroamt ist. Ohne Grund. Sala Rip. Ne, der Dot-Stack nicht. Also kannst nicht 1000 Pilze in einen Busch machen und dann. Was für den Super Damage ist, geht nicht. Kann ich diesen Wettereffekt ausstellen, dass es da regnet? Gibt es da eine Option für? Der ist ätzend. Kann man das ausmachen? Weiß es jemand? Der sieht nämlich mega unrealistisch und schlecht aus. sorry, Riot, aber der ist wirklich nicht so gut gelungen. Da sollten wir nicht mehr hin. Ich habe jetzt auf einmal einen Galio in der Mitte. On my way. Help! Leute! Oh, was sehen meine Augen? Holy, was geht hier ab, Leute? Was geht hier wieder ab, ey? Oh no. Na gut, immerhin haben wir einen Drake bekommen. Okay, Toplane renne ich mal nicht. Farmer kann der Dings nehmen. Okay, Kayle geht aus irgendwelchen Gründen jetzt Midlane. Ja, ich will auch surrender. Die Runde ist gerade ein bisschen schmerzhaft. So. Die Runde ist gerade ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den ausstellen kann, diesen Regen. Ich glaube, du kannst den Regen nicht ausstellen, ehrlich gesagt. Das sieht nicht so aus. Okay, ich nehme mal diesen Knockback-Ding. Probieren jetzt diesen Knock aus. Ups, hab ihn gedrückt. Habe ich da irgendwo Pilze noch hängen? Boah, sind die alle low HP. Hier kann ich mal einen Pilz reinwerfen. So. Jetzt erfolgreich. Frech. Ganz schön frech. Enemy killing spree.
Nee, neue Champs gibt's noch nicht. Nee, mit Conqueror habe ich den jetzt nicht gespielt letzte Runde, aber Conqueror ist halt nicht mehr so nice, ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass man den Conqueror jetzt eher spielt. Nicht mehr Conqueror spielt. Ich muss da noch ein bisschen rumtesten. Ich habe Kraken Slayer jetzt probiert. Ich kann mir vorstellen, dass Kraken Slayer auch besser ist, aber muss man dann allgemein dann mal sehen, ne? Ih, da ist ein Busch drin. Haha. Mit Pilz. Haha, lauf in die... Ja, lauf rein. Bumm. Bumm. Okay. Interessant. Gemount Drake ist ab, aber da werden wir nichts machen können. Da können wir, glaube ich, nichts contesten. Okay. Ich habe leider keine Pilze mehr in dem Bereich jetzt, ne? Diese Plant ist ziemlich cool. Okay, der ist schon weg. Was hatte ich da ausgemacht? Ich will das wieder anhaben. Okay, Harold wird... Oh, er muss ulten. Er musste ulten, weil er durch den Pilz von mir gelaufen ist. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt hat er doch theoretisch keine Ulti ab, ne? Ah, der Darius ist mit da. Bin ich nicht mehr unsichtbar als Teemo? Haben sie da was entfernt? Das ist irgendwie... Irgendwie ist das merkwürdig. Geh nochmal Base hier. Sehr gut, Team. Oh, oh. Jetzt mal wieder Pilze reinballern überall. Jetzt kann man die Pilze halt auch einfach so präventiv setzen, wisst ihr? Nicht mehr wie vorher. Drachen sind schon sehr wichtig, ja, das stimmt dazu. Ja. Kann ich den jetzt hier insecken? Ja, da war mein Insekt. Nein! Oh, er hat, ich wollte gerade sagen, oh, er hat überlebt, aber... Er hat nicht überlebt. Der hat Hälfte AP. Da habe ich noch einen Pilz, vielleicht läuft er durch. Oh, schade. Ich habe ja Killing Spray gehabt, ey. Im Patch finde ich ganz okay. Hallo, Dairon. Junge, lauf doch. Er hat einfach nochmal zurückgesteppt, habt ihr es gesehen? Aber er lebt sehr, sehr gut. Ich habe gleich drei Pilze bereit. Und ich habe jetzt einen Rubber Dawns auch. Ich glaube ehrlich gesagt, dieses Knockback-Ding und so, das wird nicht viel bringen. Leute, Leute werden immer noch... RIP. Für Teemo ist die Map ja auch ganz gut, ne? Nein, habe ich noch Auto-Tech rausbekommen? Nee, leider nicht. Aber ich glaube, dieser Knockback-Ding ist nicht wirklich viel besser als ein Sonyas, ne? Auch wenn er natürlich günstiger ist, ist der nicht so gut, das Item. Kann ich jetzt nicht hier diesen Switch machen? Was kostet jetzt ein Sonyas? 950? Ich dachte, das ist günstiger, wenn ich switche. Na gut. Ich denke, Lux ist bei so jetzt auch super broken, ne? Mit dem verbesserten Schild. Kann ich mir vorstellen, dass Lux auch ziemlich Gott hier wird. Können wir auch ein bisschen Lux wieder spielen. Ein bisschen zusammenfassen, was beim Patch neu ist. Schau mal auf meinem YouTube-Kanal. Ein Zweitkanal.
Aber ich werde nicht tausendmal am Tag hier sagen, jo, das ist neu, sorry. Ich habe noch richtig viele Pilze geworfen. Bringen die was? Bumm. Leute, lockt die durch die Pilze. Durch die Pilze. Ja. Nein, aber ich habe 1400 Gold-Shutdown bekommen. Ich glaube, ich will lieber einen Sonjas haben, ne? Aber das ist ganz schön teuer, jetzt zu wechseln auf das Sonjas. Stimmt, das eine Item wurde zu dem Teammate Jumps. Jumpst du da wirklich zum Teammate? Ja, ne? Hm. Das könnte auch ziemlich gut sein, auf mehreren Champions sogar, ja. Da stimme ich dir zu. Wir sollten versuchen, den zu fighten. Der Gegner-Jungler ist immer noch down. Und wir sind eigentlich in einer besseren Position dann. Ich habe auch gleich 3 Pilze für den Fight. Kann ich da auch noch hinsetzen. Schnell. Eins Problem kann sein, dass die Camille jetzt in eine Lux-Ding reinläuft. Wir waren zu spät. Jetzt mal hier den Ward wegmachen. Hm, lohnt sich die 2 Pilze hier drin, ist die Frage. Ich denke schon, oder? Okay, das ist dann eine coole Sache mit diesem Jump. Vielleicht wird das auch ein bisschen... Wird das auch ein cooles Item. Hm... Lauf durch den Pilz. No, da ist ein Pink Ward drin. Frech. Ein Ward reinpacken. Also ich denke, Sonjas ist immer noch Biss für jeden Champion. Auch wenn es jetzt ein bisschen mehr Gold kostet, aber ist auf jeden Fall wert zu kaufen. Ja, die sind schon irgendwie verbessert, aber die sind trotzdem alle nicht besser als Sonjas, habe ich das Gefühl. Oh, mein Pilz da drinne. Mein Pilz hat ihn gerade gesnackt. Ich habe einen Assist bekommen sogar. Hehe, kann ich mir nochmal Gold kaufen. Assist für Baron, nehmen wir mit. So. Pilz. Hier war ein Pink Ward, den muss ich mal wegmachen. Pilz? Ja, ich glaube, ich mache ja den Top-Jungle mit Pilzen voll. Mein Support hat immer schon gute Items, ne? Hm, da sehe ich das Problem nicht. Ich fand, Supporter waren immer schon ziemlich solide. Nein, da ist ein... Der Pinkwater wird meine Pilze deleten, glaube ich. Das Schild war zu groß. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Schildmeter wieder zurückkommen mit dem Lux-Buff. Dass du einfach Schilde stackst. Also Orianna, Lux, Seraphine und so. Ja, Sonjas bleibt einfach Nummer 1. Ich habe erst ein Game gespielt in dem Patch. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Sorry. Ich glaube, das ist ein GG, Leute. GGs.